Es sehe ich hier dunkel und unter uns die Grotte, aber Genau, ich dann sehe noch kein Ding, kein Feld, keine Karre. dreh dich nochmal und dann mit Steuerung. Moment, einfach da ist es auch gerade in der Wand. Okay, jetzt sehe ich was. Ja, ihr kommt die Treppe nach oben gerannt und steht in einem weiteren inneren Teil dieses Schiffes. Ja, wie gesagt, wie viele Stockwerke das Ding überhaupt hat, wisst ihr nicht. Aber ja, vor euch ein paar Astschmieren, lange dünne Gänge, die mit Holzstiegen versehen sind, steil ansteigen. Könnt da weiter den Wind pfeifen hören, wenn ihr nach draußen auf die Eisfläche guckt oder naja, dass die Wasserfläche schwarz ist, immer noch alles ziemlich dunkel. Nur das wenige Licht von Brindigian Stab erhellt die ganze Szenerie. Einige, ja, ihr könnt etwas Quaken hören von etwas, ja, links. Rotes Licht. Hier sind wohl ein paar Bassins oder kleine Becken angebracht, die dann rotes Licht spenden. Das sind rote Leuchtkrebse. Ich bin, wie gesagt, ein wenig in Eile, weil wir uns nicht wissen, weil wir nicht wissen, wo wir uns hinbewegen mit der Reiche. Geh einfach mal in den erstbesten Gang und schau mal, was ist das hier? Ist das ein Spalt oder ist das ein Durchgang, durch den ich gerade blicke? Das ist ein Spalt und der ist so schmal, dass du da nicht durchkommst. Also da kommen auch ein paar Archenkäfer rein und raus und das sind auch eine ganze Menge. Und während du durch den Spalt hindurch guckst, kannst du bemerken, wie sie wieder von oben auf dich herabregnen und dich bedecken. Ja. Ich stolper zwei Schritte zurück. Brindisian, schaut doch mal da durch. Könnt ihr mir sagen, was da ist? Ich sehe vor lauter Käfern nichts. Ich versuch's mal. Ich schaue mich derweil mal nach bequemeren Dingen um. Ich kann meinen Token nicht bewegen, weil Brindisian draufsteht. Ist zu klein, der Spalt. Ich kann auch nicht alles sehen. Ja, lasst uns weitergehen. Wohin denn? Nach oben oder nach links? Oder nach rechts? Hier, vor euch, Alan. Dort. Nun Ja, gut. von, wie gesagt, links gibt es quakende Geräusche. Ihr könnt aber, was euch jetzt viel mehr irritiert, das dumpfe Pochern und Pulsieren, einen Rhythmus spüren. Und der geht nicht nur durch das Schiff, sondern, naja, nachdem ihr euch mittlerweile hier ein bisschen umgeguckt habt und durch das Schiff irrt, hat sich dieser Rhythmus auch in eurem Körper niedergeschlagen, in eurem Blut. Und wenn ihr einmal genau hinhorcht, wo ihr achtet, ihr habt euren Rhythmus an den Rhythmus des Schiffes angepasst. Ein Pochern, ein Pochern. Hört ihr das? Es Ich glaube, klingt wir wie kommen dieses. näher. Es klingt wie dieses Herz. Drauf zu! Und dann gehe ich eiligen Schrittes. Das Pochern. Hoffe ich mal, dass ich in die richtige Richtung unterwegs bin. Und auf das Quaken zu. Ja, Wesen hüpfen auf dich zu. Krakonische Elitekämpfer mit Sturmangriff. Eins, zwei, drei. Und der nächste kommt nicht ran, der macht einfach nur Aktion, Position. Ich möchte gerne zweimal parieren, diese Runde. Ja, beziehungsweise der nächste kommt hier durch den Gang nicht durch, also zwei Stück, die auf dich zurennen. Mein Herz hier nicht fürchte, du musst rechts vorbei, links ist kein Platz. Die scheinen hier wohl irgendwas zu bewachen. Einer würde treffen. Wie gesagt, ich habe jetzt zwei Paraden. Hoffe ich mal. Erste Parade. Geschafft. Und da sonst keiner trifft, kann ich mir die zweite ersparen. Hast du dir dein Schild wiedergeben lassen? Nein, anderthalb Hände. Okay. Ja, dann lässt den. Was führt der? Speer? Speer. Das sind Speerkämpfer und du kannst sehen oder hören, wie wohl dahinter noch weitere Frösche warten. Dann lässt den Speer der Länge nach in seiner Klinge abgleiten, tut einen halben Schritt zurück und hält sich zur Parade bereit. Angriff! Los! Und da ich jetzt zwei Paraden angesagt habe, muss ich jetzt erstmal für anders was tun. Ja, Also ich komme nicht Jalan wurde vorbei, ja? angegriffen. Wir schauen uns nochmal die Initiative an. Die müssen wir nicht neu würfeln. Lassen wir einfach so, wie sie war. Ihr beide wart auf 20. Ich glaube, Ephatarius und Prodigien haben noch keine gewürfelt. Noch 17. 15 hatte ich. 15, okay, hattet ihr doch gewürfelt. Prodigien, du musst handeln. Brindisian zaubert auf die nächste Person, die bei ihm ist. Das ist jetzt wohl Fiona. Und Was? zwar ein. Ich
Geschichte hinter dir, das merkst du gar nicht. Und zwar ein Axelratus. Boah, lass mich, das muss ich mitkriegen, ey. Ich deute mit meinem Stab auf sie und rufe einfach, Axelratus, blitzgeschwind, fliegt dahin wie Laub im Wind. Ja, würfeln, MR abziehen. Das ist wie viel? Fiona, MR, Magieresistenz. Wo steht die denn? Bei deren Wert, Charakterwert. 6. Das ist aber viel. Das ist aber viel. Ja, sorry. Ist irgendwie schwer zu verzaubern. Ein ziemlich fetter Frosch, der hüpft aus einem, einer weiteren Vertiefung des Schiffes und schreit dir oder blubbert dir irgendwas entgegen. Du kannst sehen, wie er dir die Hand entgegenstreckt, Jalan. Und ein blauer Strahl, der dich trifft. 3W6. Alles klar. Gucken wir mal. Achso, der Wolf ist schon. Ja, 11. Wenn es verbunden ist, wird auf keinen Fall eine Wunde. Lass mich nur kurz meine Rüstung prüfen. Wird deine Rüstung bei einem Aquafaxius abgezogen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ja. Bin mir nicht ganz sicher. Der Ignifaxius hat ja auch das Potenzial, Rüstung zu verringern. Achso, richtig, stimmt. Du hast recht. Okay, ich habe 3 plus 1 sind 4, sind 5. Ich habe 7 Punkte am linken Arm. Und am rechten Arm. 7 Punkte, okay, dann kriegst du 4 SP. Alles klar, 31. Bin ich wieder dran? Nee, Ephedaeus ist noch dran. Was will Ephedaeus tun? Eine Attacke auf den Krakun hier vorne. Also ich mache eine Aktion, freie Aktion, Schritt nach vorne, um da ranzukommen. Ja, der erste klappt auch. Und ich würde umwandeln, wenn von denen nichts mehr kommt, diese Kampfrunde? Das musst du vorher sagen. Es sei denn, ich habe Kampfgespür. Achso, du hast Kampfgespür. Nee. Der eine hatte einen Sturmangriff angesagt. Nee, dann könntest du prinzipiell was machen. Okay. Und, oh shit. Okay. Gut. Kurze Einschätzung. Wir stehen gerade zu zweit in diesem Gang. Wenn sich einer jetzt nach vorne und ein bisschen, also ich mich zum Beispiel nach links bewege, kann Fiona dann auch dazwischen? Nee. Okay. Also ihr könnt hier mit maximal 2 Leuten kämpfen. Auch hier, wo er ein bisschen breiter wird, also wenn wir die Frösche zurücktreiben? Da geht's, ja weiß ich nicht, also guck halt in den Gang rein. Kannst du in den Gang reingucken? Ja, ich sehe es. Ja, also ist eine Achtspiere, ein langer, dünner Gang. Da kommst du, glaube ich, jetzt an dem Frosch nur mit einem Passierschlag vorbei. Machst du vielleicht Platz für... Tun wir so, als wäre der Frosch weg. Komme ich dann da rein und kann noch kämpfen oder ist das zu eng? Das ist die Frage. Sorry, falls es nicht mehr verständlich war. Mit einem Passierschlag kommst du dran. Okay, in diesem Fall, was haben die für eine Ini? Niedriger als du. Gut, Ausfall. Ausfall, okay. Passierschlag. Okay, Sekunde, ich muss erst würfeln. Warte, ist das in der nächsten Kampfrunde? Ja. Nee. Achso, doch. Nee, ja, ich stimmt. Muss doch noch was machen. Ja, du kommst aber in dieser, okay, du kommst aber gar nicht... Ja, dann hatte nämlich 2 Aktionen diese Runde schon. Du hast 2 Paraden. Ich dachte, wir wären in der nächsten, ja. Genau, wir sind jetzt in der nächsten Kampfrunde. Und dann ziehe ich vor, weil ich vermutlich mehr ihn habe als hier. In der nächsten Kampfrunde wirkt dann auch der Xeratus. Passe ich denn jetzt da schon durch oder nicht? Noch nicht, nein. Noch nicht, ich mache ja gerade Platz. Das gelingt, wenn er nicht stehen bleibt, was eine 4 erschwerte Mutprobe ist, und dann den kritischen Treffer nimmt, muss er zurückweichen, operieren. Er kann nicht zurückweichen, aber die Leute, die hinter ihm stehen, können mit ihren Speeren dann auch vorbeistechen, weil die haben Formation. Und ja, wenn der eine sticht ganz normal nach dir und der andere, der hinter ihm steht, der würde dann ebenso. Also erstmal eine Mutprobe, sagst du? Wenn er stehen bleiben möchte, ja, will er. Dann Mutprobe Schwert 4 und eine 4 erschwerte Parade. Okay, dann eine Parade und ein Angriff von dem dahinter. Der ist mir egal. Die Parade ist nicht geklappt. Okay. Und der Angriff aber schon. Gut, dann würfel ich kurz meinen Waffenschaden aus. Oh, maximal 13, wird verdoppelt, 26. 26? Kritischer Treffer. Ah, ja, du triffst das Nervenzentrum und das Wesen bricht zuckend neben dir zusammen.
Gut. Also ist es nicht tot, aber du hast wohl irgendwas getroffen, was da wohl Schaden an der Struktur, an der Anatomie dieses Wesens macht. Okay, ich komme gleich zu deinem Treffer. Im Ausfall ist ja an jeder Tag auch ein Schritt nach vorne beinhaltet, entsprechend tue ich den Schritt nach vorne. Ja, ich glaube bei 1W6 plus 4 mit einer 1 gewürfelt sind 5 TP auf den Schwertarm, das wird glaube ich egal sein. Also der Speer schlicht nach vorne und rutscht an deiner Armrüstung ab, an deiner Armschiene. Richtig, es gleitet einfach nutzlos an der Plattenschulter ab und ich bin da, wo ich hin wollte. Fiona, Attacke! Oh ja. Yeah. Also ich meine, Ini hat sich jetzt verdoppelt. Deine Basisinitiative hat sich verdoppelt. Nicht genau. Gewürfelt. Richtig, nee, nee, das heißt, du ziehst den W6 wieder ab, verdoppelst und dann den W6 wieder drauf. Genau, naja, wie schon. Ja, wie schon. Gut. Dann, ich wandel um. Also drei Aktionen diese Runde. Und erschwer meinen Hammerschlag nochmal um 4. Ja. Wenn du den Hammerschlag nochmal erschwerst, hast du nur 2 Aktionen, denn du darfst nicht mehr als 4 Erschwernis auf deiner BHK-Aktion haben. Das ist richtig. Also ganz normale Hammerschläge einfach. Okay. Ja, weil ich habe bei E einen AT-Wert plus 4, deswegen dachte ich, dann kann ich nochmal erschweren. Okay. So, dann. Ja, bewegt sich auf den ersten zu. Der hatte eben schon gut Schaden gefressen. Der zuckt jetzt, also er ist nicht tot, wie gesagt, aber ich werde ihn mal mit 3 Wunden kampfunfähig machen. Ja, würfel deine Attacke. Kann ich aber nehmen, der noch nicht kaputt ist, weil bringt ja nichts. Das ist der von Ephadaios. Den hatte Ephadaios. Der Speer steckt jetzt von Ephadaios nicht im Holz, aber wurde halt abgewehrt, weil war halt nichts. Okay, also kann ich, nochmal Frage, Frosty, kann ich meinen Hammertag irgendwie erschweren oder ist das dann nicht gut? Einmal ja, einmal nicht. Aber dann kannst okay, dann halt beim ersten Mal noch um plus 4 oder nicht? Kannst du auch plus 10 machen, ja. Also der normale Hammerschlag ist bei dir auf die 19. Genau, und wenn ich dann nochmal 4 draufsetze, wäre auf die 15, da ich aber eine 4 Erleichterung habe, bist du immer auf die 19. Nee, bist du bei 19. Ich habe doch durch den Acceleratus nur plus 4 auf meine Attacken, oder nicht? Ist das so? Steht doch gerade im Chat, oder nicht? Nein, auf deine Paraden. Und die gegnerischen Paraden sind... Was heißt denn dann AW plus 4? Ausweichen. Ah, okay. Also dann einfach auf 15. Die 15, bitte. Wollte gerade sagen. Wow! Oh Gott, jetzt explodiert er, glaube ich. Das heißt, dann würfel mal deinen Schaden. Es wird trotzdem nur verdreifacht. Es wird nicht nochmal verdoppelt. Das ist richtig. Hast du recht. Sind nur 30. Sind nur 30 TP. Ich hab da auch was angesagt. Also ne? die plus 2 durch den Acceleratus noch das. Ja. 12 mal 3 sind 36. Eigentlich wird. Oh, wobei, das weiß ich gar nicht. Mach weiter. Und ich hatte ihm ja noch angesagt um 4 erschwert. Das heißt, da kommen wir nochmal drauf. Ach, die hattest du noch gar nicht reingetan, ne? Nee. Sind 16 mal 3. Ja, er explodiert halt. Also, wie gesagt, es ist ein Frosch. Ich weiß gar nicht, wie das Blut von Krakonien aussieht. Du wirst es uns gleich sagen, Wasche. Fiona. Ja, ihr seht, wie sie Streitaxt in die Hand nimmt und einmal draufschlägt und dann nochmal auf ihn draufballert und der Frosch in viele kleine Teile zerbarst. Ihr seht überall grünes Blut. Ich jetzt mal spritzen und ja, auch die Kleidung von Fiona bekommt einiges ab, was sie allerdings überhaupt nicht zu stören scheint und mit einem wütenden Gesichtsausdruck wendet sie sich dem Wesen zu. Ja, 2 Frösche stehen noch. Du kannst sehen, wie ein blauer Strahl auf dich hinzurast und du 3W6. 3W6 SP, TP bekommst, 16 Stück. Kann er ausweichen. Richtig. Kann man erschwert um ausweichen. Erschwert um 8, bin ich der Meinung. Plus 4 durch den Acceleratus. Richtig. Ich glaube, man kann dem Ignifaxius Aquafaxius ausweichen, oder? Ich weiß, man kann... Wenn man kommen sieht, darf man ausweichen. Genau, wenn man genau, kommen sieht. Genau, ich habe gerade... Genau. 5 Punkte erschwertes Ausweichmanöver. Ja. So, ja, würfel mal ausweichen. Mhm. Wie viel ist erschwert? Plus 4. Plus 4. Einfach mal würfeln, dann können wir uns angucken. Beziehungsweise, du hast 2-mal zugeschlagen, ne? Oder nur einmal? 2-mal.
Nee, einmal habe ich bis jetzt das zugeschlagen. Das war stimmt, richtig. Ja, ja, genau. So, du hast aber deine Umwandlung schon angesagt. Ja, ich weiß, aber ich habe doch trotzdem noch einen Ausweichen. Würfeln! Ja, Moment! Ich suche mein scheiß Ausweichen da. Auch mit 4er Schwernis geschafft. Dann rast der Strahl auf Brindigian zu. Ja, schön. Brindigian möchte auch ausweichen. Okay. Genau. Wie viel Erschwernis? 8. Dann muss ich auf die minus 1 würfeln, ich glaube, das kriege ich nicht hin. 1 ist immer drin. Alles klar. Also war eigentlich nicht auf dich gezielt, aber dadurch, dass Fiona jetzt vorbeispringt, rast er halt ziellos auf dich zu. Und ich bin auch viel schneller, als ich gedacht habe. Ich kann nicht dafür mich getraut. Du kennst das Gefühl bereits, weil du erst neulich von einem Aquafaxius in die Brust getroffen wurdest. 16 TP. Fiona flirrt vor meinem Auge auf einmal plötzlich zur Seite und mich reißt es nach hinten. Nur der Schilder, kein Problem. 16? Ja. Boah. TP, also Rüstung kannst du abziehen. 3 Sechsen, nee, 5, 5, 6. Ja, ich trage auch so eine dicke Rüstung, ne? Ja, Rindijan geht erstmal in die Knie. Also das hat sie mächtig getroffen. Gut. Ja, die Krakonia ist das, glaube ich, gar nicht so recht, dass jetzt hier ein Eferdi steht. 1, 2 Speere, die auf Eferdi. Moment mal, Frost, ich bin noch vorher dran. Ich habe doch umgewandelt und ich habe so eine krasse Ini, dass ich vor allen anderen dran bin. Ja, aber das ist jetzt das, was die ansagen. Du kannst halt Stopp sagen und vorziehen. Stopp, ich mach fertig den einen erst und dann den anderen. Der eine ist schon tot. So, einer steht jetzt hier noch, der ist noch frisch. Ja. Dann kannst du noch einmal zuschlagen. Hammerschlag darfst du nicht erschweren. Okay. Aber 19. Jonah hat doch erst eine Attacke. Das macht sie noch eine zweite und sie hat doch 3. Stimmt. Ich hab da umgewandelt. Als ob ich noch sie eine. Hat ihre dann hast du noch eine. So, dann aber sie hat Würfel den Schaden ausgewichen. Das heißt, eigentlich müssen sie sich erst positionieren. Hä? Jetzt einmal durch den Schadenwürfel. Du hast einmal attackiert, einmal ausgewichen und jetzt nochmal Streitaxt. Ja. So, Schaden, hopp. Jo. Dann bist du durch. Sind 9 mal 3, 27. Aber ich bin noch frei ausgewichen, jetzt habe ich doch noch eine, richtig? Denn wenn du frei ausweichst, dann sinkt deine Initiative. Um wie viele? Um 4 Punkte. Ja, und du musst dich positionieren, bevor du wieder attackieren kannst. Okay. Also der nächste ist tot. Einer steht noch. Wie hoch ist deine Initiative gewesen? Mit 36, jetzt habe ich 32. Okay, dann hast du schon zweimal agiert. Minus 8, dann... ich glaube, dann bist du noch vor Ephadarius dran. Jo, dann den letzten auch. Ja. Dann würfel den Schaden. Sind 30, der nächste ist tot. Wir können das Inni-Brett im Übrigen leider nicht sehen. Kann sein, ja, ich weiß, das ist ein Problem. Ich muss mir nochmal überlegen, ob wir das nächstes Mal so weiter fortsetzen. Ich wollte euch einfach mal demonstrieren, wie ekelhaft das ist, wenn man nicht weiß, wo man ist. Okay, aber ja, ich glaube, das können wir dann auch nächstes Mal wieder sein lassen. Aber einfach nur mal demonstrieren und zeigen, wie das funktioniert. Gut, jedenfalls um den Fluss aufrechtzuerhalten. Kann ich vorziehen oder bin ich nicht dran oder ist die Runde schon vorbei? Oder hat ihr habt jetzt noch einen krakonischen Priester, der vor einem Schrein der tiefen Tochter steht. So eine Nische mit mattem, dunklem Blau, ein Altar, schwarz verwachsene Korallen und eine Jade-Statue. Könnt darauf sehen, eine wulstige Mensch-Kröten-Gottheit und mehrere, ja, Blaustein-Seeschlangen, die ein Aaler wirkt, also mehrere geschnitzte Dinger aus Gwynpetryl, sehr heretisch, möchte man sagen, Vergaben, stinkende Fische, Meeresfrüchte und entweihte Gwynpetryl-Steine, einen mumifizierten Delfinkopf und damit wäre Ephadaios dran. Ich stürme auf den Priester zu und mache auf ihn einen gezielten Stich. Ja, er ist ziemlich fett, aber er würde trotzdem versuchen. Was kann ich? Hat er eine Waffe? Muss ich gerade mal gucken. Würfel mal deinen gezielten Stich. Zu Not hat er für eine Rüstung?
2. Okay. Ja, das würde treffen. Schau mal nach. Ich glaube, der weicht aus. Fett und schleimig. Ja, du weißt nicht genau, wie er das macht, aber ja, behende wie eine Kröte hüpft er zurück. Quakt dich noch einmal an, blubbert dich irgendwie voll und du merkst, wie er einfach nur stinkt und blasphemisch alleine durch seine Präsenz ja, Effort schadet. Okay. War das ein gezieltes Ausweichen? Das war ein gezieltes Ausweichen. Okay. Oh, Angriff, nicht? Richtig, dann wärst du jetzt noch dran, dann kannst du Effortius hinterher setzen. Ja, ich gehe links an ihm vorbei und fange den fetten Frosch ab, während er ausweichen will. Und ich sag nochmal plus 2 zur Schadenserhöhung an. Würfel. Geht durch. Ja, pariert er nicht? Kann er nicht parieren, nehme ich an? Ja, der Ausfall war letztes Mal. Ne, er kann nicht parieren. Haben wir 2 plus 4 sind 6, plus halbe GS sind 3, kommen wir auf einen Schaden von 4 plus 3, 7. Ah ne, stimmt, das war, dass der Ausfall war letztes Mal, ist egal. 18 Punkte Schaden. Ja, passt, alles klar, dann kannst du ihm deinen anderthalb Händer in den Kopf rammen und damit kippt er dann auch zur Seite und blubbert weiter vor sich hin. Ah, vor euch, ja, der Altar der tiefen Tochter. Ja, dann musst du noch 2-3 Mal kräftig ziehen, um ihn aus dem fetten Ding wieder rauszuhaben. Blickt sich mal um. Brindisian hatte was geschrien. Evadaios, ja. Du kannst sehen, wie neben dem Altar eine junge Frau liegt. Sie ist wohl unglaublich verletzt, hat Spuren am Körper und blutet aus mehreren Wunden. Hilf mir. Seid ihr die von der Woge von Nersand? Ja. Ja, ich bin die letzte Überlebende. Hilf mir, mein Prinz. Mein... Ich werfe mal einen genaueren Blick auf sie. Ja, mal einschätzen. Ja, sie ist eigentlich ziemlich hübsch. Wie gesagt, sie blutet aus vielen Wunden und du schaust dich gerade um. Brindigian liegt wohl zusammengebrochen auf dem Gang. Yalan hat sich oder will sich jetzt gerade um ihn kümmern. Und Fiona, die ja, Torwalerin, die sich jetzt euch angeschlossen hat, mit grünen, blutenden Streitäxten, die da steht und gerade die krakonischen Elitekämpfer begutachtet. Ich wurde gefangen genommen. Eine Überlebende von dem Schiff. Wo sind wir hier? Auf einer der Dämonenarchen. Keine Sorge, wir werden uns gleich um eure Wunden kümmern. Erst einmal hier. Wie sollen wir von hier runterkommen? Ganz ruhig. Darum kümmern wir uns nachher. Aber wir kommen hier nicht runter. Ich habe Geschichten gehört. Wo werden wir hingetragen? Das ist gleich. Wir werden dieses Schiff vernichten und dann ja, versuchen, wieder Land unter unsere Füße zu bekommen. Ich glaube, es ist gut, dass du hier bist. Nur eine Fähre kann uns hier rausbringen. Hi. Hilf mir auf. Deswegen bin ich hier. Kannst du schon wieder stehen? Wo hat sie denn ihre Wunden? Ja, im gesamten Körper verteilt. Sieht so aus, als ob sie wohl von diesen Krakoniern angegriffen worden ist, gekratzt oder sowas. Also oberflächliche Spuren. Sie hat keine regeltechnischen Wunden oder sowas. Sie blutet einfach an verschiedenen Körperstellen. Ihre Kleidung ist zerrissen. Sieht aus wie ehemalige mittelreichische Kleidung. Ehemalige Rüstung. Aber ohne Pappen. Nein, bleib hier noch sitzen. Wir werden den Raum sichern. Vielleicht kommen auch einige Söldner von uns. Dann will ich hier den Raum etwas weiter nach vorne gehen, um sicherzustellen, dass wir nicht noch von dort angegriffen werden. Brindigian hat sich derweil aufgerafft und ein paar Schritte nach vorne geschleppt. Hält sich den linken Arm, wo er eine ziemlich große Wunde hat, da. Jetzt suppt da irgendwie so eine Art also stinkendes Wasser raus. Sieht bestimmt nicht sehr lecker aus. Und schleppt sich dann zu den anderen. Meister Brindigian, was ist denn mit euch passiert? Ah, das habe ich nicht kommen sehen.
Was denn? Wir standen noch vor euch. Ja, aber Fiona ist ihm ausgewichen und da hat sie mich erwischt. Myria kommt angelaufen von hinten. Haben wir sowas wie einen Heiltrank? Haben wir irgendwas eingepackt? Ich ja, hier, nicht. Nimm. Ich war auf einmal so schnell. Ich glaube, das ist nur dieser Ort hier. Das war total komisch. Darüber reden wir hinterher noch. Kümmert euch um ihn. Brindisian kriegt einen Quali-C-Heiltrank entgegengedrückt, den wir damals in Kunchung gekauft haben. Du da, Effertmann! Wo gehst du hin? Den Raum sichern. Wonach sieht das denn aus? Effertmann, bleibt mal hier. Vielleicht sind da noch mehr von denen. Ich komm gleich mit euch. Hier ist eine verwundete Frau. Um die sollte sich jemand kümmern. Hä? Myria, kümmere dich um Brindisian. Fiona, komm mal mit. Ich geh mal hin, wo er hin zeigt, Frosty. Ja, ist die eine Frau? Ich sehe nämlich keine Frau. Ich sehe auch keine Frau. Was für eine Frau? Na, die... Er schaut über seine Schulter. Die hier neben dem. Ja, sie steht neben dir. Sie schaut dich traurig an. Seid ihr verrückt? Der ist keine Frau. Hey, etwas Respekt von dem Mann, bitte. Guck Jala nur an, der Motto, dein Ernst? Jetzt möchte ich diese Frau mal anfassen. Der ist doch keine Frau. Wollt ihr mir sagen, dass ihr eine Frau seht? Der ist keine Frau. Ja, sie hat ziemlich weiche Haut. Du merkst auch, wie das Blut eben an deiner Hand ist. Kannst du kurz das Blut gucken? Ja, es ist frisch, also... Ist sie unsichtbar für euch? Ich fasse sie sogar an. Wie unsichtbar? Ich strecke mal den Arm aus. Könnt ihr etwas für mich tun? Und wedel da durch die Luft. Ich guck mich mal um, ziemlich geschockt gerade, dass da was Unsichtbares ist, was man nicht sehen kann. Meine Kameraden können euch nicht sehen. Wie kann ich euch denn helfen? Was? Sie können mich nicht sehen? Oh nein. Nein. Bin ich unsichtbar? Ja, ihr seid unsichtbar. Was? Wer ist unsichtbar? Wo? Ich heb mal die Streitäxte und fang an, so ein bisschen in der Luft rumzuwedeln. Sie fängt an zu weinen und wirft sich so ein bisschen dir um den Hals, wenn du es zulässt. Hab ich erwischt? Ja. Keine Sorge, wir. Er steht einfach nur mit großen, glasigen Augen da. Ja, ich möchte ihn mal an der Schulter. Er redet auch nicht. Also, wenn er mit ihr redet, redet er für euch nicht. Er steht einfach da im Gang. Ah, okay. Okay, was ist denn mit ihm? Er ist verrückt. Er ist manchmal so, wenn der Mond scheint. Es ist Nacht. Schaut was ist für ein Mondschein? Natürlich ist es Nacht. Ephadaios! Ich rüttel ihn mal an der Schulter. Wacht auf! Immer noch pocht es direkt neben euch. In euren Ohren, in eurem Blut. Euer ganzer Körper. Das ist doch verrückt. Seid alle verrückt. Um euch herum sind weitere Käfer. Ich werde euch zu eurer Ruhe bringen. Ja, du kannst sehen, wie plötzlich die Faust von Jalan anrast und dich schlägt. Oh, Jalan! Adios, sprecht mit mir! Prügelt euch weiter mit dem Verrückten, ich gehe weiter, ich habe keine Lust hier überfallen zu werden. Ich sehe hier eine Frau, ich weiß, wenn ihr sie nicht, ich glaube... Wir brauchen frische Luft, lass uns nach oben gehen. Wir müssen nach oben. Die Arche macht uns verrückt. Wo seht ihr eine Frau? Ich glaube, sie wurde hier auf dem Schiff getötet und ihr Geist ist noch an diesen Ort gefesselt. Wir haben keine Zeit für Geister. Brindisian, wie schlägt der Trank an? Ja, Brindisian hat ihn gerade entkorkt und runtergeschluckt. Ephadaios, dieses Schiff spielt mit deinen Sinnen. Vertrau dem nicht. Das ist keine Illusion. Es ist eine Seele, die wir retten müssen. Nicht jetzt. Weiter und zusammenbleiben. Keiner ich gehe weiter. Ihr seht auch, die Torwallerin ist schon weitergelaufen und guckt sich gerade hinten weiter um. Die scheint das alles nicht geheuer zu sein mit dem komischen Geist und mit dem Ferdi und überhaupt. Wir müssen nach oben, Myria, hinter euch immer noch. Myria, okay. Reiß dich zusammen. Wir töten jetzt diese Arche. Wir müssen weiterlaufen und nicht mit unsichtbaren Frauen reden. Komm, ja. Anführer. Ich packe mir dann Ephadaios unterm Arm und ziehe ihn so sanft wie möglich, aber so hart wie nötig, mit mir hinterher. Ja, ist ja gut, Kapitän. Wir helfen der Frau, indem wir das Herz dieser Bestie hier erschlagen. Ja, wir haben keine Zeit für Spielereien. Myria hat schon recht. Wir sollten uns nicht so lange hier aufhalten. Einmal kurz nach links in den Erker oder wie man das nennt geschaut. Dann geht's weiter. Ja, weitere Astschmieren, weitere kleine Spalten, durch die ihr durch das Holz blicken könnt. Unwasseradern, die um euch herum pochen, pumpen. Teilweise weitere Eichenkäfer, die ihr zermatscht oder einfach dran vorbeigehen könnt.
Und dann steht ihr in einem riesigen oder vor einem riesigen Pool, einer Arena, die sich hier auftut und wohl allerlei Tentakel beheimatet. Ihr könnt sehen, wie so unten wohl irgendetwas lebt, sich kurz windet. Ihr könnt eine Tierkundeprobe schmeißen. Zuschauerränge, die hier ungefähr zwei Reihen Platz lassen für Piraten, Krakonia, wer auch immer sich hier hinsetzen möchte und den Zuschauern oder den Spektakel, das hier geboten wird, zusehen können. Und ja. Dort unten sitzt unter anderem mein großer Krakenmulch. Also ich tue noch einen Schritt nach vorne, bis ich das dann gut sehen kann. Trachte den 0,5 Sekunden lang. Dreh mich um. Nein, hier geht's nicht lang. Ja, wie gesagt, die Arena ist ziemlich groß mit den 17 Metern. Das ist alleine so groß, wie eure Lorcha damals war. Hier sind wir definitiv falsch und da geht's nicht rein. Wieso? Was habt ihr gesehen, Kapitän? So ein Brindisian, du kennst dich doch mit Tieren aus. Es war ein Krakenmorch, oder? Richtig, Jaladin. Hier sollten wir wirklich nicht durch. So welche leben auch in Sümpfen, aber die sind kleiner, von denen ich gehört habe. Vielleicht ist es der letzte Wächter vom Herz. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Pfad. Ich glaube, das hier sieht eher wie ein Ort aus, wie eine... wie eine Kampfgrube, wo Kämpfe ausgetragen werden, nicht wie ein Ort, der das Herz des Schiffes ist. Aber da hinten geht's weiter. Seht ihr da an der Seite? Ja, du guckst kurz an der Arena vorbei und kannst sehen, wie ein Armbrustbolzen an dir vorbeischießt, auf deinen Kopf gezielt, und dann irgendjemand flucht dorthin. Deckung! Zurück! Da ist der Schütze! Ich bin für Umdrehen. Brindigian hier auch? In dem Gang, gab es da irgendwie eine Möglichkeit, an diesem Molch vorbeizukommen? Ja, möchtest du reingucken? Möchtest du reingucken und den Nebel des Krieges dann entfernen? Pass auf, geht da nicht rein. Pass auf, wenn man da hineinschaut, gibt es auf der von uns aus gesehen linken Seite der Grube, gibt es mehrere Durchgänge. Dahinter geht es irgendwo weiter. Ich nehme an, auf die Galerie oder so. Glaubt ihr, wir können da durchrennen, bevor der Molch uns frisst? Ich glaube es nämlich nicht. Das weiß ich nicht. Wenn wir außen rum können, ich glaube, so schnell ist er nicht. Jonah, wie ist euer Bein? Geht schon. Ich renne hier raus und weiter. Hier war doch noch ein Gang. Nehmt doch aus mal diesen Seitengang, wenn ich da durchpasse. Ja, da kannst du durch. Stehst dann in einer weiteren Astschmiere. Also hier könnte man auch sowas wie eine Rotze positionieren, um dann auf das Festland zu schießen. Also genug Raum wäre hier. Weiterer kalter Wind, der dir entgegenpfeift. Du kannst in der Entfernung irgendwo die Sonne aufgehen sehen, wo auch immer hier ihr hinrennt, hinmarschiert. Den zuckenden Spinnenbeinen, die du jetzt auf der Außenseite erkennen kannst, die in das Eis und das Wasser, das brackige Stochern. Ja, hier geht's nach draußen. Aber auch hier, wenn du einmal nach draußen an das Loch guckst, keine Spur von Helmer Hakenhand oder anderen Söldnern, die irgendwo auf der Außenseite hätten sein können, sollen. Kann man da vielleicht hochklettern? Von hier aus nicht, nee. Also wenn man durch das Loch passt, ja, aber das reicht nicht, um hier jetzt bei voller Geschwindigkeit dann sie nach oben zu ziehen. Kurze OT-Frage, Fossi. Ich habe die Heilkunde Wunden sehr gut geschafft. Ich weiß jetzt OT nicht. Wie ist es mit dem Bolzen? Tue ich den besser raus oder lasse ich den besser drinstecken, bis alles vorbei ist? Also was würde ich da einschätzen als Kläre? Er steckt auch nicht drin. Es sei denn, es wurde eine 6 gewürfelt. Das war nicht der Fall. Das heißt, er ist irgendwo abgebrochen oder sowas. Also regeltechnisch ist es in dem Fall egal. Das ist ja auch keine Wunde gewesen. Doch, es ist ja eine Wunde gewesen. Also nee, ich glaube ja, es war eine Wunde und... Nee, war keine. War keine, okay. Ja, dann kannst du einfach verbinden. Ja, okay. So viel Gesabbel, mir reicht das. Wir drehen um und nehmen den anderen Gang. Keine Garantie, nicht da reinrennen, um gefressen zu werden. Wenn es woanders nicht weitergeht, können wir zurückkommen. Ja, wenn ihr...
wenn ihr die Treppe wieder zurückgeht, wie gesagt, eine Treppe runter, von daher ihr gekommen seid, eine Treppe nach oben. Und wenn ihr hier gerade euch sammelt, könnt ihr sehen, wie die verunsicherten Soldaten, Söldner, Seemänner, Stadtwächter, Maraskaner auch dort stehen und warten, sich umsehen, gucken. Niemand weiß genau, was jetzt passiert oder passieren soll. Ach, da seid ihr ja. Ich wollt wohl nach oben, raus aus diesem Schiff. Ich alle spüren das Pochen und das Pumpen, den Rhythmus des Schiffes. Ich zeige auf den Erstbesten, der ein Schild hat. Du da, nimm dir noch einen, geh hier lang. Am Ende des Ganges ist eine große Grube. Pass auf, dass da nichts rauskommt. Und da schießt jemand, also vorsichtig. Jawohl, mein Herr. Gut, ich drehe mich nochmal zu meinen Kameraden um. Hoch oder den anderen Gang? Ja, nur eine kurze Frage. Nehme an, ihr habt öfter mit solchen Dingern zu tun oder ihr habt es zumindest vor. Wollt ihr nicht vielleicht irgendwelche Aufzeichnungen machen, wo wir so lang gehen und wie diese Dinger so sind? War nur so eine Idee. Ich kannte mal einen Kartenzeichner. Der ist dran gestorben. Ich habe gerade Wichtigeres zu tun, als irgendwelche Dinger zu zeichnen. Ich will hier nämlich weg. Hast du dir dieses Ding mal von außen angesehen, Fiona? Das ist völlig wild gewuchert. Ich glaube nicht, dass hier eins dem anderen gleicht. Ich glaube, das Schiff sieht morgen anders aus als heute. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was wir hier machen. Ich wollte euch nur helfen. Und während aber du das besonders sagst, viel Ahnung scheint ihr nicht zu haben. Und während du das sagst, ihr könnt gerade sehen, wie zwei der Stadtwächter mit einem Schild in die Richtung der Arena gelaufen sind, knarzt das Holz einmal und der Gang, der dort eben noch stand und den Altar der tiefen Tochter ja, freigegeben hat, verschiebt sich. Und da, wo eben ein Gang war, ist jetzt keiner mehr, sondern nur noch eine massive Wand aus Holz. Verdammt! Dexter Nemrod wird sich seinen Bericht auch morgen noch schreiben lassen können. Ihr da, Äxte, macht den Gang wieder auf. Der Rest, wir gehen hier lang. Keine Zeit zum Sammeln. Ja, ihr untersucht noch einmal das Schiff. Ich muss gerade gucken, ob ich den Kriegsnebel freigeben kann. Seht ihr ja, ne? Auch da geht es nicht weiter. Genau. Also, ich verkürze das einfach mal. Ihr könnt das Schiff nach und nach etwas abklappern. Den einen oder anderen Teil werdet ihr nicht sehen, beziehungsweise, also jetzt, wenn ich das hier nochmal hier durch die Arena, diesen Teil werdet ihr dann nicht noch einmal euch angucken können. Aber diesen Teil habe ich jetzt hier freigegeben. Also, ihr findet hier in diesem unteren Teil, außer der Arena, wo ihr dann weiterkommen könntet, nichts von Interesse. Weitere Astschmieren, deren Sinn euch nicht ganz schlüssig ist. Vielleicht könnte man den Sinn eben noch nachträglich bauen, vielleicht indem man Gänge verschiebt. Aber so bleibt euch nichts anderes übrig, als die Treppe nach oben zu nehmen. Muss dann wohl. Und wie es oben auf der anderen Seite aussieht, eine Etage weiter, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich mache an dieser Stelle Schluss. Das hat den einen Grund, dass ich dann auf das Gespiele mit dem Nebel verzichte, weil das sehr viel Zeit kostet. Das mag für einen Dungeon Crawl cool sein, aber wir haben das jetzt ein bisschen ausprobiert. Ich werde das dann aber auch sein lassen. Und ich werde den Nebel dann händisch aufdecken und ihr habt dann alle die gleiche Sicht, weil wir dann auch nicht mit Kampfrunden und so einem Blödsinn dann arbeiten, sondern es geht dann im Allgemeinen um die Erforschung des Schiffes, denn das steht ja auf eurer Agenda, dass ihr wisst, wie eine Dämonenarche so funktioniert, was es für Räume gibt, was für Funktionen, und das können wir uns dann beim nächsten Mal angucken, denn das Schiff ist noch etwas größer. Und das alles jetzt so abzuarbeiten, finde ich dann zu lang. Reden wir gleich ausführlich drüber. Genau, reden wir gleich ganz ausführlich drüber. Und dann hoffe ich, dass wir dann beim nächsten Mal in Richtung Oberdeck kommen, wo wir dann auch vielleicht einen Gastspieler begrüßen können, wenn das beim nächsten Mal klappt. Tut mir leid, dass es jetzt dieses Mal nichts war, aber naja, gut. Okay, damit beende ich, wie gesagt, die Runde. Abenteuerpunkte gibt es diesmal weniger als sonst, weil die Borberat-Moskitos euch die rausgezogen haben. Borberat, wenn ich den finde, ziehe ich ihm was raus.